Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Air Combat, die Mutter aller Ace Combat Teile. Vielleicht auch der Vater, man weiß es nicht. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir befinden uns hier wahrscheinlich in den letzten Armzügen, in den letzten Atemzügen, würde ich damit sagen. Wir haben hier noch einen Stützpunkt, da hinten ist noch eine Mission. In der letzten Mission haben wir hier in der Wüste einen riesigen gegnerischen Stützpunkt auseinandergenommen. Und bevor wir jetzt aber zu Take a Fortress gehen, weiß ich noch, dass wir in der letzten Mission ein Flugzeug freigeschaltet haben. Das unterstützt auch meine These, dass wir hier in den letzten Atemzügen dieses Spiels sind. Eigentlich ganz schade. Weil, ja, komm, bekommen wir die F-22 Raptor. Können wir aber nicht kaufen, weil der Hangar ist voll. Also verkaufen wir schnell mal was. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die Maschine, mit der alles angefangen hat. Die F4. Tschüss, altes Mädchen. Du hast deinen Job gut getan. Die ersten Folgen. Ich werde dich vermissen. Das Ding ist auch, man kann es jetzt auch wieder nicht kaufen. Ne? Also ist jetzt weg, weg. Weg ist weg. Deswegen muss man sich hier gut um seine Flugzeuge kümmern. Und ja. Jetzt ein paar Folgen später. 10, glaube ich, ne? Weiß gar nicht. 10, 12 Folgen. Sind wir jetzt hier angekommen und kaufen uns die F-22 und sagen Let's go. Ja, ich freue mich mit euch hier diesen Weg bestritten zu haben, den ersten Teil der Saga wieder aus dem Staub geholt, aktiviert, und ich sage, wir lassen es jetzt nicht auf uns warten hier. Let's go. Our offensive operations are now concentrated on the Scorpion Island Fortress. The base itself is a hard nut to crack, but we will isolate it by eliminating its bridge and central runway. Target, Red Suspension Bridge to the island and its Air Force base. There will be plenty of AK-AK and SAM defenses around the runway. Go in for one pass, then break off operations. Okay. There will be plenty of AK-AK and SAM defenses. Also ich weiß nicht, was AK-AK ist. Wahrscheinlich die normalen Gunstellungen, würde ich sagen. Aber, ja, Sams, wissen wir ja alle, ne? Das kann hart werden. Dann sehen wir es nochmal, ne? Hier. Die gegnerische Luftwaffe holt hier ihre Aces raus. Und auch hier, ne? Letzte Mission quasi. Auch nochmal natürlich die beste Luftwaffe. Man fängt damit natürlich auch nicht an. Ich meine, man könnte natürlich, wenn man so einen Militärputsch macht, einfach mit seiner gesamten Gewalt direkt angreifen. Und dann hätten wir eigentlich mit einer F4 nichts mehr entgegenzubringen gehabt, ne? Also. Aber, na gut, es soll ja zum Ende hin auch spannend sein. Wir holen uns hier noch einen Kollegen. Oh, da ist er. Der Hal mit seiner F-22. Oh ja. Schützen wir meinen 6 O'Clock. Auf geht's. Und wir nehmen die F-22 ebenfalls. Ach, was für eine schöne Maschine. Und da geht's auf, Leute. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Schade, wenn nicht. Dann endet hier unsere Story. Naja, wobei wir haben ja noch ein paar andere Flugzeuge, die wir nochmals nehmen könnten. Aber es wäre natürlich jetzt schade, die frisch gekaufte F-22 komplett wieder zu wasten. Schauen wir mal rein hier. Ah, sieht schon schön aus, ne? Also, der Klassiker flach, abgerundet, ne? Dadurch schlechtes Radar-Tracking, wobei das die Gegner meistens nicht interessiert. So. Aber ist halt eine schnelle Maschine. Caution. Noch was näher. Sam-Stellungen wollen nicht unterschätzt werden. Enemy in sight. So. Die nehmen wir direkt als erstes aus dem Target. Da hören wir noch die Rakete, die abgeschossen wurde. Da kommt unser Wingman. Und unsere ersten zwei luftigen Gegner, die sie richten sollen. Jawohl. Meine Breitseite mit einem MG. Ah, der wird rum. Ja, hab ich kommen sehen. Ey! Liegt der hinter mir? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich meine, ich doch, Mann. Das ist zu nah für Raketen hier, ne? Also 200 Meter. Ist gut. So, Hell, könntest du mich mal irgendwie verteidigen hier? Wo ist denn hier meine Verteidigung nach hinten?
Wollt ihr alles selber machen, ja? Nein. Da gibt bestimmt sein Bestes. So. Die Treppen. Jawohl. Haben wir. Opa. So. Okay. Muss natürlich gut aufpassen, ne? Wir haben jetzt ein bisschen MG-Feuer abbekommen. Das ist natürlich nicht wild. Aber jede weitere Rakete bedeutet hier Feierabend. So. Ja, pull up, alles gut. Oh, sind jetzt noch zwei F-14er, die kommen uns direkt entgegen hier. Wissen wir ja, in der Missionsbesprechung, ne? In welcher Reihenfolge hier die Feinde auf uns warten. Dafür gleich ganz in den Himmel, kein Problem. So, haben wir erledigt. Hätte vielleicht sein Kumpel auch mal einen Salto machen können. So, jetzt ist er alleine. Ja. Zu viel gebremst. Das haben wir ja gesehen. Die beste Stability haben wir halt nicht mit der F-22. Ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass du halt jetzt nicht am Schluss auch so einen absoluten Überjet hast. Ne? Also, Mann. Oh, nicht schnell genug. Ich schaffe den Looping nicht. Ich muss mehr Geschwindigkeit machen. Okay, zweiter Versuch. Das merkt man halt. Wenn es zu hoch ist, schafft es ja nicht die Maschine. Oh, da kriegen wir schon die Welt. Wow. Ne, ich wollte gerade sagen, hat mein Kollege nicht abgeschossen? Nein. War kurz vom Radar verschwunden. Da ist er. Wir sind auch noch auf dem Kurs, alles gut. Benzin ist auch noch da. Ja, wir sind halt sehr hoch und genau das ist halt das Problem, ne? Du kriegst halt nicht so einen Superjäger, der halt jetzt alles kann. Was natürlich auch geil wäre. Aber du musst halt schon gucken, okay, das ist so und so eine Mission. Oder ja, womit kann ich halt auch selber gut fliegen? Das ist halt auch ganz gut, ne? Ich meine, wie gesagt, ich bin ja ein Freund von den Sukhois. Aber wenn ich natürlich auch eine Raptor bekomme, dann fliege ich auch eine Raptor. Läuft ja auch gut. Aber muss man halt. Da hat noch eine Rakete geschossen. Ignorieren wir. Kurz mal anders anfliegen. Von oben geht's nicht, weil dann werden wir direkt abgefeuert. Schön von der Seite anfliegen hier. Ich muss auch sagen, die Map gefällt mir gut und es ist halt einer meiner Lieblingstracks hier von dem Spiel. Einfach eine an sich super passige Mission. Oh, da sehen wir schon die Brücke. Gab's noch mal kurz hier den Leg Spike, sag ich mal. Sonst hält sich das heute gut in Grenzen. Ja, das weite, weite Meer. Enemy in sight. So. Ich hab richtig Bock, also. Hast du dir so gedacht, Bro? Die trifft schon mal nicht mehr. Jetzt können wir gleich hier ganz genüsslich diese Brücke, diese wohl als Start- und Landebahn benutzen, abschießen. Ich glaube, die bricht dann auch richtig zusammen, also zumindest die, ne, Vernetzungsteile, klar. Die ganze Brücke natürlich schnell. Das wäre natürlich auch fancy, ne? Und jetzt wieder Warning hier, da sind schon wieder Feinde. Da sind die F-22. Gleich hinterher hier, bevor sie wieder verschwinden vom Radar. Gut, dann nehme ich schon. Das ist wieder Augen auf am Himmel. Hier wird überall jetzt sein. Hören wir schon durch Radar. Bogey on our 6. Ja. Enemy in sight. Enemy target located. Ja, wir machen erstmal die Brücke hier kaputt. Ja, da ist er. Ja, bleib. Oh. Oh. Und Pepper. Dranbleiben, dranbleiben.
Ja, ja, ja. Komm schon. Komm schon, kleiner Gangster. Haben wir. Haben wir direkt den nächsten Feinder. Die zweite Raptor fliegt hier auch noch irgendwo rum, wenn unser Kollege sich abgeschossen hat. Müssen wir das Ground Target hier zerlegen, ey, ganz ehrlich. Boah, die ganze Zeit auf mich drauf, ist ja super nervig. So, da haben wir nämlich nur noch den Control Tower. Das heißt, wenn es jetzt knapp werden sollte. Oh wow, das ist nur noch Sam-Stellungen, ey. Ich möchte doch da wohl nicht reinlocken. Junge, ich schwöre. Okay, das ist ein MG. Also die Sam-Stellung. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, hier auf dem Ground ist nichts mehr, was mir irgendwie gefährlich werden könnte. Nur noch Flugzeuge. Aber die scheinen gerade. Das ist unser Kollege. Und da ist noch eine weitere FA-18. Ich weiß nicht, ob die zweite Raptor erledigt wurde. Nein, die ist rechts von mir. Man trifft nicht, ey. Unfassbar. Unfassbar. Naja. Na, Ace kam mit 7 Raketen, hätte das zerlegt. Also ich glaube so auf 800 Meter ne, haben sie das beste Zielsuchsystem, die Raketen hier. Da treffen sie nämlich auch selbst in der Kurve noch manchmal, wo jede normale Rakete wegfliegen würde. Und jetzt jagen wir zwei hier. Letzte F-22, die hier noch irgendwie versucht abzureißen. Aber so auf die Entfernung jetzt zum Beispiel, ne, das schafft sie die Kurve einfach nicht. Das trifft. Wasted. Oh, so will ich das sehen. Ja. Ja, da ist der Luftwaffenschutzpunkt. Ein Klotz. Zwei Flugzeuge. Die nirgendwo mehr hinfliegen werden. Die Mission wird beendet sein. Jetzt hat die Rakete nicht getroffen, oder was? Oder wo? Zwei. Und zwei? Letzter Boden? Ja, verrückt. Enemy in sight. Da, 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 da. So, das genießen wir jetzt hier. Enemy locked on target. So. Bop, 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 bop. Schön. Mission accomplished. Das will ich sehen. Nice. So. Schön, 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 schön. Da kommt auch Hell noch vorbei. Oh, guck mal, seht ihr? Der grüßt uns wieder. Der sagt, yo, hey Buddy, das haben wir gut gemacht. Alles abgeschossen, das gibt Cash. Nice. Ah, ist schon fancy, ist schon fancy. So, mal schauen, was uns erwartet. Kommt jetzt die letzte Mission, kommt nicht die letzte Mission? Das werden wir sehen. In ein paar wenigen Sekunden schalten wir noch ein Flugzeug frei. Hm, das werden wir sehen. Ich glaube nicht. Aber tatsächlich, es gibt noch ein weiteres Flugzeug, was wir gerade freigeschaltet haben. Also, man hätte ja auch quasi die Mission 15 schon vorziehen können. Ne? Also, ich habe ja alles in Reihenfolge gemacht. Hier, die nächste Mission heißt Strike. Das heißt, das Flugzeug, was jetzt freigeschaltet wird, hätte man ja früher bekommen können. Guck mal, was ist das? Wahrscheinlich der Eurofighter. Ich würde sagen, der Eurofighter. SF. Ja. Oh. Auch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Er hat ganz gute Werte, ne? Minimaler Defense-Wert, das heißt, er kommt auf jeden Fall nicht ins Kader. Weil, einfach zu gefährlich.
Wobei die restlichen Werte echt gut sind. Ne? Gute Power, gute Mobility. Eine gute Stability, also ich glaube Bestwert. Mitunter. Nice. Halten wir uns auf jeden Fall warm, falls wir ihn brauchen werden. Wir gehen einmal speichern. So. Und dann heißt es Strike. Die letzte Mission. Die vorletzte Mission. Let's go. Die Fenster raus. The enemy is on his last legs. One more strike should lay him out. Take your unit through the ravine to the enemy headquarters. Intelligence is sketchy on force composition near the headquarters, so keep on your toes. Fly low on your way in. Everything above the ravine is a SAM kill zone. Ja, also es wird nicht die letzte Mission sein, sagen wir es nur mal so. Außer es wird jetzt direkt nach dieser Mission noch was gleich reingeballert. Das glaube ich aber nicht. Oh, schön. Die vorletzte Mission ist halt einfach nochmal durch eine Schlucht durchzufliegen. Herrlich. Ganz ehrlich, dafür nehmen wir. Oh, nee, nachher mit dem Offense-Wert, nachher kann ich den Helikopter nicht mit einem Schuss abschießen. Wir nehmen unsere Sukhoi dafür. Wir nehmen unsere Sukhoi dafür. Das ist ja gut. Ich hab's mir ja gesagt fast schon gedacht, aber das einfach so ein Berg ist. Oh, hätte natürlich jetzt auch einfach eine Bergfestung sein können. Nein, das ist natürlich noch einmal so ein Schlauchlevel. Ah, schön. Ready? Break down. Yes, let's go. Ach ja, genau, das ist ja auch noch ein. Es ist ja nicht nur. genau, es ist ja Tunnel. Wir müssen durch den Berg durch, Leute. Und nicht nur Helikopter sind hier, sondern auch Ground Targets. Meine Geschwindigkeit geht nicht. Okay. Alles andere funktioniert? Ja, nun entspannt euch doch mal. Alles gut. Also alle Buttons funktionieren. Ich kann aber kein Speed geben. Gut. Das ist halt so. Au. Enemy in sight. Das, muss ich sagen, das macht das Ganze ein bisschen problematischer, weil ich nicht so schnell ausweichen kann, dass ich hier eine gelockte Geschwindigkeit habe. Aber okay. Seitenruder ist hier mein bester Freund. Seiten- und Höhenruder. Bremsen kann ich auch nicht. War das in der anderen Mission war das nicht. Da haben sie auch in der letzten Mission hier auf jeden Fall nochmal die besten Music Tracks rausgebracht. Enemy in sight. Enemy locked on target. Fire! Shoot him down! Enemy in sight. Das ist fies hier. Enemy on 2 MGs hier direkt nebeneinander. Ich kann kein Speed geben. Fies. Oh Gott. Und ich muss sagen, das ist auch so eine Mission. Super fies mit der Kindersteuerung. Weil man dann halt einfach nur so abwägen kann. Ah, wir haben es geschafft. Jawohl. So, we made it, guys. We made it. So, was passiert jetzt? Mission accomplished, okay. Mission accomplished. Mission accomplished. Gut. Ja, das war ja fancy. Was sind wir denn hier? Bei 19 Minuten. Na gut. Ordentlich nochmal Cash auf die Hand bekommen. Also nach Beendigung dieser Mission, also wenn die ganze Mission durch ist, können wir uns als Jetpiloten auf jeden Fall unsere Pilotenjacke an den Nagel hängen. Und dann haben wir ausgesorgt mit der ganzen Kohle, die wir gekriegt haben. So, quasi, ob sich der Stadtstaat dann wieder davon erholt, wie viel Asche die uns hier in die Tasche gesteckt haben. Ich glaube nicht. Aber hey, gut. Ich möchte das nicht verurteilen. So. So. Wisst ihr was? Ganz ehrlich. Wir machen hier einen Break.
Genau, wir heben uns die letzte Mission, Discovery of Airborne Fortress, für das große Finale in der nächsten Folge auf. Das heißt für euch, schaltet wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was uns hier erwartet. Also Airborne Fortress klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Das sehen wir in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Air Combat, die Mutter aller Ace Combat Teile, hier auf General Music and Gaming. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Ich würde mich freuen. Bis dann, ciao. We'll be right back.